Guten Abend, Christustreff. Ich weiß auch nicht, warum das beim Heinrich immer klappt, aber bei mir klappt es nicht, dass ich gegrüßt werde. Aber das macht nichts, ich kenne euch nämlich schon. Also, Leute, ich darf heute Abend spontan einspringen und da freue ich mich sehr drüber. Ich habe ein ganz volles und erfülltes Wochenende und überhaupt eine erfüllte Zeit hinter mir. Da möchte man gerne reden. Ich habe euch heute ein Lied mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon hören können. Bitte, Walter. Danke für diesen Service. Öffne Herzen, Mund, Ohren und Hände, segne Reden, Verstehen und Tun. Amen. Lieber Christustreff, wir sind hier schon ein Haufen. Jetzt von einigen Gesichtern, einigen wenigen Gesichtern hier drin, doch schon eher in der zweiten Hälfte von 100 Jahren unterwegs. Ein bisschen reifer, sage ich mal, nicht nur älter. Wir haben alle schon ein bisschen Lebenserfahrung und meistens kommen wir hier, die wir heute Abend da sind, mit unserem Leben ja auch ganz gut zurecht, nicht wahr? Ist es nicht herrlich, wenn man im Leben so weit gekommen ist, dass man alles im Griff hat? Lasst euch von mir bloß nicht aufs Glatteis führen. Also, um offen zu sein, in meinem Leben stimmt gerade alles. Ich bin total motiviert, gute Laune zu verbreiten, total. Ich würde zu gerne ganztägig sagen, alles, alles ist gut. Ich bin in der richtigen Stimmung, aber da gibt es nun auch eine Alterserscheinung dazu bei mir mit meinen 50 Jahren. Ich weiß, dass es das nicht ist. Man kann es ja beinahe nicht mehr hören. Aber ich sage es trotzdem, damit wir es heute Abend nicht vergessen. Wir hier in Urspring haben das hohe Privileg, dass wir hier als Leute zusammensitzen, die ganz gut klarkommen im Leben. Wohnung, Freunde, Familie, Geld. Bei jedem von uns klemmt es mal irgendwo. Aber bei uns allen, wie wir hier sitzen, ist eben auch ganz viel Gutes im Leben. Ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, wie das dann später bei den Menschen an den Bildschirmen ist. Vielleicht guckt da jemand in 2 Jahren in diesen Kanal. Vielleicht ist das denen dann euch dann ganz warm ums Herz. Vielleicht steckt ihr aber auch in großen Nöten. Aber wir heute, wir haben einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Und da muss man sich doch als Christenmensch ein bisschen zusammenreißen, um daran zu denken, dass es auf dieser Welt eigentlich auch noch Leid gibt. Also los geht's, sprechen wir darüber, was wir heute Abend in unsere Nachtgebete mitnehmen. Krieg. Leute, das ist auf der Welt überhaupt nichts Neues, Krieg. Es gibt immer irgendwo Krieg, seit ich denken kann, wenn man Zeitung aufmacht, irgendwo kriegert's immer. Irgendwo gibt es immer Propaganda und Gehirnwäsche und irgendeine nationale Empörung gegen das Nachbarland, so viel davon, dass es gerechtfertigt scheint, einen Krieg anzufangen. Wie gesagt, irgendwo gibt es immer einen,
nur so nahe wie zur Zeit war schon lange keiner mehr. Jetzt müssen wir befürchten, dass wir selber davon betroffen sind. Preise steigen, Flüchtlinge müssen versorgt werden. Ich wundere mich über mich selber. Eine Schande ist das für uns Christenmenschen, dass uns das Leid des Krieges erst dann innerlich berührt, wenn es an die Finanzen geht. Ich ärgere mich da über mich selber. Warum macht es mir jetzt was aus, wo es so nahe kommt? Wenn die Benzinpreise steigen, wenn manche Dinge nicht mehr lieferbar sind, wenn viele Flüchtlinge wieder da sind und ich mir Sorgen mache, werden wir das schaffen auf unserer Welt? Wir haben es nicht immer gut geschafft. Wir leben hier in Deutschland ja wirklich in einem sozial vergleichsweise stabilen Land. Aber jeder, der eine Lebenskrise hat, der wird darüber auch nur trocken lachen. Also bleiben wir mal ganz bei uns. Ein Pflegefall in der Familie, wer hat das nicht irgendwann mal? Ein kranker Partner, ein behindertes Kind, Familienmitglieder oder Freunde mit psychischen Problemen. Da kommt auch der größte Gemütssonnenschein unter uns an seine Grenzen. Ihr wisst ja von mir, dass ich selbst solche Zeiten erlebt habe. Ich hatte tatsächlich wahnsinnig viel Hilfe von Freunden und Nachbarn in meiner damaligen Gemeinde. Wenn ich daran zurückdenke, wird es mir ganz warm ums Herz und mir fallen Menschen ein, Männer, Frauen, die mir geholfen haben mit kurzzeitigem Babysitting und mich einfach mal auf einen Kaffee einladen und deren Tür immer offen war. Und die mich einfach mal haben machen lassen und die sich nicht um meinen Vorgarten am Pfarrhaus geschert haben, wenn ich einfach keine Zeit hatte vor lauter Sorgen und Mühe und Krankheit in meinem Haus. Aber ich muss euch sagen, richtig wahrnehmen konnte ich das in der aktuellen Situation nicht. In der aktuellen Situation, da war ich gestresst. Da habe ich nur ein Schlupfloch gesucht, um aus dieser Situation rauszukommen. Ich habe gesucht, wie komme ich damit zurecht, wie komme ich da raus? Und es gab keins. Also auch gar keins in der vielen Hilfe, die ich im Nachhinein sehe. Ich weiß ja, dass ihr alle hier hilfsbereite Menschen sind. Wenn ich denke, was einer von euch mir schon alles getan hat. Der Hans hat mich letztes Weihnachten gerettet, als mein Kind ein Medikament brauchte. Der Georg ist mit ein paar Kartoffeln an meiner Haustür erschienen. Er hat den Sack kaum tragen können. Ja, solche Beispiele gibt's. Das ist einfach auch schön. Also das zeigt mir einfach, wir sind hier in einer Gemeinschaft und helfen uns gegenseitig. Und jetzt kann ich es auch wahrnehmen, aber erst als es mir besser geht. Als es mir nicht gut ging mit der Familie, da habe ich die vielen kleinen Hilfen gebraucht, nur gebraucht. Da war keine große Dankbarkeit oder Erleichterung. Es hat mir über die nächsten kleinen Hügel geholfen. Aber mich heute mal ganz beiseite. Ich wollte nur sagen, ich weiß, wovon ich rede. Es bleibt Tatsache, es ist nicht alles gut auf dieser Welt und wenn die Sonne noch so lacht. Heute. Leute, ich habe ein tolles Wochenende hinter mir. Ich hatte einen Maikäfer auf der Hand, ich war ganz happy. Aber so, das ist halt nicht alles, ja? Um mich rum gibt es noch was anderes. Und es bleibt die Tatsache für uns heute Abend und alle anderen Christinnen und Christen und vielleicht auch für alle anderen sozial denkenden Menschen, wir haben von Gott einen Auftrag, einen ganz, ganz knallharten. Da gibt es kein Links und kein Rechts. Da gibt es kein Ausweichen und keine Schlupflöcher. Wir haben einen Auftrag zur Nächstenliebe, zur Ehrlichkeit, zum Vergeben, zum Frieden schaffen. Ich habe mal so ein paar Texte mir angeschaut. Ich schmeiße ihn an die Wand, damit ihr mitlesen könnt. Das hilft mir immer beim Konzentrieren, aber ich lese es euch vor. Jeremia 7. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt. Und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden.
So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze seid. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal, lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind geborgen, und tut doch weiter solche Gräuel? Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Solche Worte, die fallen mir jetzt zum Beispiel schwer aufs Herz. Jetzt haben wir die Probleme hinter uns und sie stehen da. Ich habe ein paar Dinge aufgezählt. Sie stehen da wie ein schwerer schwarzer Fleck. Der ist einfach mitten auf dem Bild von Frühsommer und Glückseligkeit in Gott. Da steht ein Fleck drin und ich muss euch leider sagen, dieser Fleck, der wird nicht weggehen. Und jetzt an dieser Stelle, um auf meine Einleitung zurückzukommen, finde ich es gar nicht so lustig, erwachsen zu sein. Ich finde, es macht gar nicht so viel Spaß, wenn man alles selber entscheiden darf. Weil man entscheidet sich halt das eine oder andere Mal doch auch falsch. Was weiß ich warum? Ich habe heute schon die Schnauze voll, hatte heute schon genug Ärger. Ich habe einfach gar keine Lust. Das geht mir an die Zeit, an den Geldbeutel, an irgendwas, wenn ich hier das Richtige tue. Und dann, ja, dann passiert es uns allen wahrscheinlich, dass wir mal das Falsche machen. Wenn ihr nicht, dann gratuliere ich euch. Ich habe das hier schon einmal erzählt, dass verschiedene Menschen den gleichen Satz anders hören. Der Winnie und ich zum Beispiel, wir haben festgestellt, dass wir völlig andere Dinge hören. Wenn wir Bibel lesen, wir hören ganz andere Dinge. Also wir befruchten uns gegenseitig hervorragend mit unseren Gedanken, weil er hört eine Zusage von Gott. Und ich höre eine Aufforderung, einen Appell. Ich höre, tu was, er hört, dir wird gegeben. Es ist faszinierend, wir müssen uns echt als Christenmenschen zusammentun, damit wir alles verstehen. Das lerne ich aus so kurzen Begegnungen. Einer allein versteht nicht alles. Einer allein kann nicht die ganzen Worte in der Bibel verstehen, die ganze Tragweite, die rauskommt. Wir müssen uns echt zusammensetzen, uns die Meinung und das Hören von jemand anderem nochmal anhören, damit wir alles aufnehmen können. Nach all diesen Jahren Christsein bei mir, da fasziniert mich das noch immer wahnsinnig, was in so einem bekannten Text drinsteckt. Manchmal unter der Woche, wenn ich gucke, was ist Predigttext am Sonntag, dann ziehe ich die Nase hoch und denke, schon wieder barmherziger Samariter. Schon wieder diese Stelle, die ich doch schon 100-mal gehört habe. Schon wieder dieser Vers, den ich doch schon 100-mal gepredigt habe. Und jedes Mal, ich sage es euch, jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Jedes Mal spricht dieser Text zu mir auf eine ganz neue, auf eine ganz wunderbare Art. Ich glaube, sowas kann wirklich nicht nur aus Menschenhand gekommen sein, egal wie viel Bibelkritik man anwendet. Da steckt was ganz Tiefes drin, eine ganz tiefe Wahrheit, ein ganz tiefes Empfinden. Da berührt mich was irgendwie in Mark und Bein. Also, ich finde es ganz schön. Gut, also da haben wir es nun. Ich höre eine Aufforderung, der Winnie hört eine Zusage und trotzdem kommt er aus der Nummer nicht raus. Er hat genauso den Auftrag, vom Herrn in dieser Welt zu wirken. Und ich habe genauso die Gnade, vor den Augen Gottes sein geliebtes Kind zu sein, dem er immer helfen wird und zu dem ich immer kommen darf. Aber diese harten Worte aus dem Alten Testament, ja, die sind ja nicht alles. Ihr kennt das. Da gibt es ja noch die Bergpredigt, die nun wirklich hehre Ziele hat, wo Jesus uns sagt, hier, helfen, vergeben, für deinen schlimmsten Feind beten, nicht ihm heimlich einen Fuß stellen oder Schlimmeres. Ist gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Ich meine, ich habe keine schlimmen Feinde, ja? Ich habe noch keine Morddrohungen gekriegt oder irgendwas. Aber manchmal, da regen mich halt Leute auf. Ja? Sie sagen blödes Zeug, ich möchte auch blödes Zeug sagen.
Ich bemühe mich furchtbar, es stecken zu lassen. Es bleibt nicht immer stecken. Mit meiner Tochter streite ich manchmal, dass die Nachbarn auch was davon haben. Es geht halt nicht immer. Der Mensch kann nicht immer gut sein, ich zumindest nicht. Gestern Abend, da habe ich geredet über nur einen Satz aus dem Römerbrief und da heißt es, so viel an euch liegt, wenn es möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ich habe zum ersten Mal nicht nur gehört, haltet Frieden, ich habe gehört, so viel es an euch liegt. Wenn du, Mensch, was tun kannst dafür, wenn es nur dich nottelt auf gut Schwäbisch, ja? Wenn es nur dir was tut, wenn es nur für dich ein Ärgernis ist, das ist es nicht wert, dadurch den Frieden zu stören. Frieden steht ja ganz groß im Raum zurzeit. Wie kann man das hinkriegen? Auch ein Name, nämlich Putin, steht ganz groß im Raum, aber Leute, an einem kann es nicht liegen. So ein großes Unheil, so einen großen Unfrieden, da braucht es schon viele, die mitmachen. Also wenn ich jetzt hier sage, los, wir streichen die Stühle alle blau, dann sagt hier die Hälfte, nee, lass mal, ja, und dann lassen wir es halt. So ist es, glaube ich, eigentlich auch mit dem Krieg. Wenn da einer sagt, hier draufhauen und alle anderen sagen, nee, lass mal, dann lassen wir vielleicht auch. Also ich weiß nicht, wie es zu dieser Situation kommen kann, dass da so ein kollektives Bewusstsein da ist. Feinde, böse, vielleicht, Auftrag, beten, vergeben, für diese Menschen da sein. Spannend. Aber ich habe zum ersten Mal gehört, so viel an euch liegt, haltet Frieden. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich bei mir anfange, mit den friedlosen Gedanken im Herzen, in den Gedanken, mit den friedlosen Taten und Worten, wenn ich die stecken lassen kann, wenn ich mir vielleicht sogar abtrainieren kann, wäre das nicht wunderbar. Das ist eigentlich mein Plan, mir das abtrainieren, die bösen Gedanken. Sagen, nein, böser Gedanke, du kommst hier nicht rein. Nein, böses Gefühl, du kommst hier nicht rein. Bleibt hübsch draußen, weg mit euch. Es erinnert mich an einen Satz von Martin Luther, der mal gesagt hat, wenn ihn der Teufel nachts anficht, dann sagt er, geh weg, Teufel. Denn Gott hat die Nacht zum Schlafen gemacht. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Also so möchte ich es gerne mit den bösen Gedanken machen und dem folgen, was der Apostel da im Römerbrief der Gemeinde und damit natürlich uns anweist, ermahnt, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ich glaube, damit kann es anfangen. Wenn wir beide zum Beispiel Frieden haben, dann geht von uns kein Unfriede an jemand anderen hinaus. Hätte auf jeden anderen zeigen können, tut mir leid. Ja gut, aber nun, es ist wahr. Ich habe genauso die Gnade vor den Augen Gottes, sein geliebtes Kind zu sein, dem er immer, immer, immer helfen wird und zu dem wir immer, immer, immer kommen dürfen. Diese Unfriedlichkeit, die in mir drin liegt, die in euch vielleicht auch drin liegt, die kann man natürlich nicht allein überwinden. Es geht einfach gar nicht. Und deshalb habe ich einen zweiten Text mitgebracht. Jesaja jetzt. Wir wechseln den Propheten und da hören wir das. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, Mensch, dass du dich von Menschen fürchtest, die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und vergisst den Herrn, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat und fürchtest dich ständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, der darauf aus ist, dich zu verderben. Wo ist denn der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde, dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Und ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche, du bist mein Volk. Ich finde es schön, dass Gott den Propheten hier in die Du-Form wechseln lässt. Du
bist mein Volk. Da fühle ich mich gleich angesprochen. Bei den Predigern mag ich es gar nicht so, wenn sie kollektiv du sagen. Bei Gott mag ich es schon, wenn er du sagt, weil ich mich da ganz persönlich angesprochen fühle. Du gehörst zu mir. Das tut so gut, so unheimlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Lied vorher kanntet, das Tessé-Lied. Kannte das jemand? Wie, gar nicht? Was ist los mit euch, Freunde? Ich singe es zweimal und beim zweiten Mal seid ihr dabei. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Leute, wie oft denke ich an den zweiten Teil dieses Liedes. Hin zu Gott verzehrt sich meine Seele. Wenn diese Unfriedlichkeit und diese Unruhe und diese Gedanken bei mir ankommen, die ich gar nicht haben will, weil ich zu Gott gehören will und mindestens so gut sein will wie er, schaffe ich natürlich nicht, dann verzehrt sich meine Seele zu Gott hin. Ich denke, ich möchte nichts anderes als Gott nahe sein. Und manchmal, da klappt es ja gar nicht, wenn man in so einer Stresssituation ist. Manchmal in so einer Stresssituation, da schafft man ja alles, außer sich auf Gott konzentrieren, alles außer Kontakt mit Gott aufnehmen, alles außer Stille werden. Ich bin unglaublich froh, dass Gott da hineinspricht. Nur den Anfang und das Ende des letzten Bibeltextes. Ich bin euer Tröster und du bist mein Volk. Tut mir gut. Ich muss es gar nicht hinkriegen. Gott macht es. Wir haben jetzt zwar, tut mir echt leid, dass ich euch das zumute heute an diesem sonnigen Abend, unsere eigene Fehlbarkeit, unser Versagen auch vor Augen und auch die Tatsache, dass Gott es aushält und das ist gut. Er wird uns nicht davonlaufen wie eine flüchtige Liebe. Und jetzt brauchen wir meiner Ansicht nach nur noch eine Antwort, wie wir mit dieser Diskrepanz leben können. Die beiden Tatsachen, die passen ja schlecht zusammen. Unfähigkeit, das Gute zu tun, neben geliebt sein. Wie kommen jetzt die beiden zueinander? Ich habe ja das Gefühl, das ist wie sich abstoßende Magnete. Es klappt einfach nicht, dass man da mit Gott zusammenkommt. Wie soll man da tagtäglich damit umgehen? Ich muss euch gestehen, dass ich die letzte Umfrage hier im Christustreff versemmelt habe, mein Blatt nicht abgegeben. Ich sage es euch allen, was ich will. Ich will nur wissen von unserer Gemeinschaft, wie lebe ich meinen Glauben. Auf der Basis der Bibel, im Gebet mit euch, im Zusammensein mit euch, möchte ich nur herausfinden, wie schafft man das, seinen Glauben gut zu leben, vor den Augen Gottes ein guter christlicher Mensch zu sein. Wie schafft man es hinauszutragen, dass es gut ist, zu Gott zu gehören? Das ist eigentlich meine Suche mit all meinem, sagen wir mal, Gemeindeleben im weitesten Sinne, sei es hier im Dorf, sei es hier im Christustreff, sei es bei meinen Gehörlosen. Und die Antwort, die gibt es tatsächlich einfach ganz vorne in der Bibel. Da springen wir ins 5. Buch Mose vor, wir springen heute ein bisschen lustig herum. Und springen dahin und da steht schon, es ist kein Gott wie der Gott Jeschuruns, also unserer in diesem Fall auch, da wird es nur an einem festgemacht, der am Himmel daherfährt, dir zur Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist und unter seinen ewigen Armen. Der Frieder Gutscher hat da ein Lied draus gemacht, christlicher Liedermacher, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter seinen ewigen Armen.
Ich finde das ganz schön mit der Zuflucht. Die Zuflucht, die sagt ja, dass ich zu Gott kommen darf, dass er irgendwie seine Flügel über mir ausbreitet, dass er mich in seine Arme nimmt, dass ich da auch geschützt werde vor dem ich gerade davonlaufe. Ein ganz wunderbarer Gedanke für mich. Und diese Zuflucht, die gilt eben bei allem. So wie das Kind zu seiner Mama läuft, egal ob es gerade von jemandem gebissen wurde, ob es gerade hingefallen ist, ob es Hunger hat, ob es einfach müde ist oder ob es selber was Blödes gemacht hat. Es wird doch alles gut für so ein Kind, wenn man bei der Mama oder beim Papa im Arm sein darf. So stelle ich mir das eigentlich bei Gott vor. Und ich weiß, ich kann alles mitbringen. Ich habe vor langen Jahren mal eine ambulante Reha gemacht nach einer Hüft-OP. Man verpasste mir alle möglichen Termine, blöde und wichtige, und ich war noch nicht fit genug für eine Reha. Ich wollte es bloß weghaben und ambulant wegen einem Kind, und ihr kennt es, was da alles dazukommt. Man hat mir einen Psychologen verpasst, zweimal die Woche. Ich dachte eher, Maike, so perfekt bin ich nicht, ja, und ein paar Altlasten trägt man auch mit sich rum, kann ja vielleicht nicht schaden, oder? Reden wir mal zweimal die Woche mit dem Psychologen, 3 Wochen lang. Aber Jocho, Pfarrer und Psychologen in einem Raum, zu zweit. Ich sage euch, das verträgt sich suboptimal. Ja? Also es hat sich herausgestellt, dass dieser Psychologe ganz und gar darauf eingestellt war, Menschen nach einem Unfall oder Schlaganfall zu einem guten Umgang mit ihrer neu erworbenen Behinderung zu bringen. Also außer mir, die ich einfach eine komplizierte Hüft-OP hatte, waren da lauter so Menschen, die jetzt was nicht mehr konnten, was sie vorher konnten. Ja, und dem Psychologen gab es zur Unterstützung, wie mache ich jetzt mein Leben? Wie kann ich das akzeptieren, dass ich nicht mehr, was weiß ich, rennen kann, laufen kann, dass mein Rücken jetzt ein Korsett braucht, dass ich mich nicht mehr biegen kann, dass mir ein Arm fehlt, irgend sowas. Jetzt hat mir in diesem Augenblick, außer der aktuellen Fitness, nichts gefehlt, was ich vorher konnte. Im Gegenteil, das, was ihr heute hier seht, das konnte ich damals vorher nicht. Mir hat diese Operation viel gebracht. Insofern nicht meine Baustelle. Ja, einfach nicht meine Baustelle. Ich hörte also aus dem Munde des Psychologen nach der 3. Sitzung oder so, wow, Sie kommen ja ganz gut klar mit Ihrem Leben und Ihrem Körper. Ja, ich sagte, ja, mein Leben, Körper. Und habe gesagt, ja, ich bin es gewohnt, regelmäßig auf mein eigenes Leben zu gucken. Und zu gucken, erstens, was ist schiefgelaufen? Was hat mir irgendjemand Böses getan? Was kam von außen an mich ran und quält mich? Und dann versuche ich, das loszulassen, versuche es abzulegen. Zweitens, ich gucke, was von dem, was schiefgelaufen ist, lag an mir? Was war meine Schuld dran? Was war mein Anteil? Was habe ich gemacht? Warum ging das schief? Habe ich es versiebt? Und dann gucke ich mir das genau an und dann versuche ich es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann zum 3. und Schluss gucke ich auf das Gute in meinem Leben. Lass die Dankbarkeit in mir aufsteigen. Und der Psychologe sprach, oh, eine ganze psychotherapeutische Reihe. Ich sagte, ja, nee, ein Nachtgebet. Ja, also so funktioniert es bei mir. Auf meinen Tag zurückgucken, abgeben, was ich nicht ändern kann, zumindest soweit es irgend möglich ist. Aber es ist so schön zu wissen, dass ich es nicht einfach in meinem Kopf nach hinten stecke. Es ist so schön zu wissen, ich kann es bei jemand ablegen, der mit mir weiter dran denkt. Gut, manchmal braucht man da auch noch Mitmenschen, die ein bisschen mitbeten, aber ich finde es schön, bei Gott Dinge abzulegen. Zweitens, man hat ja manchmal was versiebt. Ist auch schön, wenn man darüber mit jemand reden kann. Es ist schon ganz gut, wenn man bei Gott sagen kann, du, tut mir echt leid, ja, ich weiß, dass ich es versemmelt habe. Ich weiß, dass du bessere Vorschläge hast. Ich kenne die auch. Ja? Ich habe dieses Buch gelesen, in dem die ganzen guten Vorschläge für mein Leben drinstehen. Bitte, tut mir leid, ich probiere es besser zu machen. Und natürlich ist es schön, also ich habe damit ja angefangen. Hey, so wie wir da sitzen, in unserem Leben passt doch viel, oder? Also in meinem Leben passt viel. Ich sehe euch,
Ich sehe gute Berufe und gute Ehepartner und ich sehe ein vergnügtes Leben und hübsche jüngere Teilnehmer in unserer Gemeinschaft. Ich sehe Menschen mit Kindern und ja, dankbar, die sich nicht versteckt hinter dem Bösen. Und da dann mal zu sagen, danke, ich habe nichts dazu getan, muss wohl von Gott geschenkt sein. Also gefällt mir sehr gut. Ich weiß, ihr kennt das. Ich weiß, ihr kennt alle diese drei Teile, auch wenn ihr vielleicht nicht meine Routine lebt, sondern eine andere. Auch gut. Aber ich mache euch Mut, diese drei Punkte in eurem Leben immer wieder zu bedenken. Die Gedanken bei Gott lassen. Erst die negativen, zum Schluss die guten, damit die stehen bleiben. Und dann, ja, das verspreche ich euch, dann werdet ihr immer wieder spüren, dass der Herr der Welt bei euch ist. In euch, um euch herum. Ihr seid bei ihm wirklich geborgen mit allen euren Lebensstolperstellen und Unfähigkeiten, aber eben auch mit euren wunderbaren Ideen und Taten, die ihr im Leben habt. Was auch immer kommt, seid mutig. Packt die Aufgabe an, die er euch gegeben hat. Und er wird euch tragen, euch Zuflucht sein, euch begleiten. Bei ihm seid ihr geborgen. Machen wir es nochmal. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Amen. Wir beten. Guter Gott, manches Mal stehen wir vor der Fülle unserer Aufgaben und haben gar keine Lust anzufangen. So viel anderes gibt es zu tun, so vieles, was wir lieber tun, so vieles, was uns keine Mühe macht. Und da bitten wir dich um Mut, frischen Mut, um gute Laune und um Vertrauen auf deine Führung und deinen Beistand, sodass wir das anpacken können, was du uns aufs Herz in die Gedanken und vor die Füße legst. Gib unseren Mündern, Ohren, Augen, unseren Händen die Offenheit zu sehen, was unseres ist im Leben und was wir getrost auch lassen dürfen. Mach uns stark jeden Tag. Zeig uns deine offenen Arme, dass wir wissen, wo wir Zuflucht finden. Und lass uns in deinen Armen die Geborgenheit finden, die uns stärkt, die uns einen Partner an der Seite zeigt, mit dem wir alles überwinden können. Sei du bei uns jeden Tag. Und ich bitte euch aufzustehen und mit mir zu beten, wie wir es von Jesus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.